Ja, hey Leute, Mr. Sendex hier und ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe die ganze Zeit gesagt, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, aber hört ja keiner auf mich. Bin nämlich hier gerade dabei, mitten meine ganze Kistenfickerei hier zu sortieren. Und währenddessen starten wir die Aufnahme. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part von Minecraft. Haha. So, meine lieben Freunde, was habt ihr die letzten Tage denn so Schönes erlebt? Ich habe eine Enderperle gefunden. Die du mir geklaut hast, meinst du? Wir müssen erstmal mitteilen, dass der Patrick nicht am Start ist, er hat keine Zeit gehabt. Der aber Sefi ist da, Sefi, sag mal hallo. Hallo. Ja, Sefi hat ein neues, nee, Sefi hat neues Mikrofon. Ja, Sefi hat ein neues Mikrofon, jetzt kann endlich seine richtige Stimme hören. Mensch, Sefi, wie ist denn das mit Rengar? Wie findest du das jetzt nach dem Buff? Oder wie manche sagen ja nicht, dass es ein Buff ist, manche sagen, es ist ein Nerf, ich sehe aber, es ist ein Buff. Wie siehst du das? Ja. Ja. Nie wieder darfst du zu mir sagen. Das ist Stefanis Krankheit. Stefanie, möchtest du lieber einen roten Apfel oder einen blauen? Ja. Ist dann meistens die Antwort. Ist doch in Ordnung. Was ist das Problem? Zwei Möglichkeiten und ja als Antwort. Ist nicht in Ordnung. Natürlich. Oh. Nein? Das geht. Scheiße, nein. Das heißt, dass ich etwas haben möchte, ja. Ja, schön. Schön, dass du irgendetwas haben möchtest. Wie wärst du mir auf das antwortest, was du haben möchtest? Das ist überbewertet. Hat jemand Cobblestone von euch? Halt, Pflasterstein. Cobblestone. Frag mal hier. Tonnenweise. Ja, in deinem Lager oder was? Nee, Großteil auf der Hand, weil ich da vorhin. Gib mal ein bisschen was, weil ich will so Dinger. Ach, ich hab schon. Ich hab 14 Stacks auf der Hand! Ich hab mich einfach hier bedient, so. Weißt du, wie schwer das ist? Ich kann kaum laufen! So, wo haben wir denn hier eine Werkbank? Werkbank! Auch in meinem Haus! Auch auf der Hand, oder? Was für eine Überraschung, dass ich eine Werkbank in meinem Haus habe. Hättest du auch drauf kommen können, oder? So, normal schon. Mal angemerkt. Ich hab voll viel von den roten Steinen, das ist total hässlich. Halt die Fresse, lass mich reden. Wollte nur sagen, halt dein Maul, ich halt die Fresse, ja? Wir müssen nicht gleich übertreiben und beleidigen werden, Stefanie. Weil einige von uns fühlen sich dann nämlich verletzt. Ja, ja, deine Mutter auch. Ist dir was aufgefallen, als du in meine Kiste geguckt hast, Pitbull? Was denn? Dass ich die erst rausgeholt habe? Nein, das Deck Schwarzpulver. Nee, hab ich nicht gesehen. Mhm. Das Deck Schwarzpulver? Ja, das Stack. Nein. Doch. Der Stack. Das Stack. Der Stack. Ja, das der. Stack. Das Stack. Genauso heißt es auch die Ketchup. Ja, ja. Im Grunde kann Stack keinen deutschen Artikel haben, weil es kein deutsches Wort ist. Richtig. Aber das hört sich falsch an, also das gibt es nicht. Richtig, wenn es sich falsch anhört, ist es scheiße, also ist es falsch. Wenn es sich falsch anhört, ist es falsch, oder was? Ja, ja, genau. Ganz genau. Richtig. Mhm. Merken wir uns, Stefanie, ne? Was sich falsch anhört, ist falsch. Also nächstes Mal, wenn wir uns über irgendwas streiten. Weil du wieder Meinung bist, dass Pearl Harbor ein Schiff ist oder so. Hallo? Dann sag ich dir nein. Dann sag ich dir, hört sich falsch an. Diese Situation. Ich glaube, ich spinne, ey. Nein, also Stefanis Schwester kam auf den genialen Einfall, dass der Film Pearl Harbor heißt, weil das Schiff Pearl Harbor heißt. Nein, Pitbull. Doch. Lass mal, nein, da, warte, das ist falsch. Pitbull, siehst du das lang gewinnt? Nein, ich mach die. Ich mach. Geh weg. Du wartest jetzt erstmal. Nein, ich glaub, geh weg da. Los. Nein. Gib mir mal bitte eine Spitzhacke, ich hab meine vergessen. Nein. Du, der selber eine. Ich wollte gerade diese Folge meine Brücke machen. Ja, ich, das wusste ich. Was für eine Scheiße, warte bis sie fertig ist, dann fragen wir. Nein, die ist noch nicht fertig. Die sieht trotzdem scheiße Quatsch. Aus. Also, sieht scheiße Jenny, aus. Jenny, ist scheiße. Also Jenny, meine Schwester, die hat nicht gesagt, dass Pearl Harbor ein Schiff ist, sondern ein Flugzeug, was noch ein bisschen abgedrehter ist. Nein, die hat Schiff gesagt. Nein, das wäre ja noch irgendwie nachvollziehbar mit ein bisschen Unwissen, weißt du? Aber nein, auch das ist nicht nachvollziehbar. Hallo, klar, ein Flugzeug, das Pearl Harbor heißt, ne? Perlenhafen, Flugzeug. Ja, genau, deswegen sag ich doch. Hat sie gesagt, war das ein Flugzeug, du Dussel? Du bist hier der Dussel, du Biatsch. Ich hab doch nicht mehr einen Boxhandschuh angezogen, um dich zu fisten, ne? Steffi, was wird das eigentlich für ein Häuschen von dir mit dem roten Teppich? Vom Thema denken. Ich hab überlegt, ich möchte da ein Restaurant oder sowas machen, okay. Was Cooles. Da macht er kein Restaurant, wenn du was Cooles da machen willst.
Ich habe gehört, du wolltest heute produktiv arbeiten, Hendrik. Ich bin dabei, alle meine Kisten zu sortieren. Ich dachte, du wolltest was Produktives bauen. Wir haben von produktivem Arbeiten geredet, oder? Nicht von produktivem Bauen. Also, so wie ich dich verstanden habe, hast du gesagt, produktiv bauen möchtest du. Ich möchte auch produktiv bauen, Stefanie, nur dafür muss ich erstmal meine Kisten alle zurecht sortieren. Dass ich weiß, was ich überhaupt habe, mit dem ich bauen kann. Ach so, ja, ich frage ja nur. Gut. Ich habe gehört, Pippo ist ein Fieder. Dann reagiert er nicht mehr. Denkt er sich so, verdammte Scheiße. Ich kaufe einen neuen Ranger nicht klar. Verdammt, jetzt wissen es alle. Wieso ist er ein Fieder? Nichts. Warum? Stefanie, nichts. Fühlt er etwa nicht so gut? Kommst du auf den neuen Ranger jetzt klar, Pitti, oder? Ja, besser als vorher. Echt? Mhm. Aber geht nicht hier QW oder so nicht mehr? Doch, doch. Läuft. Ich ja. Bist du dir da auch ganz sicher? Ah, ich weiß nicht, ich habe den neuen Ranger vorhin mal angezockt. Ich mochte den alten, glaube ich, lieber. Ich auch. Aber richtig, ey. Aber richtig. Sifi dachte, sie jetzt wahrscheinlich gerade tot, während uns hier zuhört. Sifi, der kann doch mit Soraka full AD, hast du nicht gesehen, abgehen, aber... Natürlich, wie willst du Soraka sonst spielen? Keine Ahnung. Auf Support oder was? Das macht hier keiner mehr heutzutage. Echt? Total old, Alter. Das ist so Season 3. Jetzt komme ich in die Dirn und schreibe, wir haben Season 3, dann denkst du, ja, ich weiß! Ach, verfickte Scheiße, ich hab keine... Oh, nee. Kihi, hättest du mich die Brücke bauen lassen, hättest du eine Spitzhacke von mir gekriegt. Was hätte ich mit einer Warum brauche ich eine Spitzhacke, wenn du die Brücke baust? Die ist so hässlich, Pitti. Die ist richtig episch, hammergeil, wenn ich fertig bin. Nein. Meinst du diesen kackhässlichen Scheißhaufen, der da hinstellt? Du siehst es nicht, weil du lachst. Oh, das sieht so kacke aus. Ich rate Henrik. Und hab recht, Pitbull. Henrik, das sieht wirklich kacke aus. Quatsch ja. Nicht. Das ist unser Dorf. Sag ihm das, dass es scheiße aussieht. Das sieht voll scheiße aus. Hältst du mal. Das ist wie mit deiner Farm. Die sah gut aus. Achso, mit seiner Farm, ja, die war echt scheiße. Welche Farm dachtest du denn jetzt? Seine. Irgendeine von mir, die auf meinem Dach drauf ist. Was für eine Farm? Die auf meinem Dach. Wo bist du überhaupt? Auf deinem Baumhaus? Nein, ich sortiere meine... Hört mir keiner zu, oder was? So, ich sortiere meine Kiste. Okay. Im Baumhaus. Habt ihr da Kisten gesehen? Nein. Habe ich ein Lagerhaus direkt unter meiner Bude stehen? Ja. Da waren Kisten im Baumhaus. Wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ich Kisten sortiere? Steffi, du kannst die Straße hier weiterbauen zu Jenny. Ich baue jetzt meinen Garten dabei. Oder du suchst dir noch eine Stelle, wo so ein Fluss ist, dann baust du auch eine Brücke, dann gucke ich mir die an und wenn die extrem geil aussieht, dann kann man ja meine noch abreißen. Das war jetzt kein Akt, das war eine hier 8 Minuten Arbeit. Nein, ich muss jetzt erstmal einen Garten machen, damit ich eine hohe Mauer ziehen kann zur Straße, damit ich die Brücke von meinem Garten aus sehen muss. Die ist so hässlich, wenn ich ohne Witz. Mach dein Fenster oder so wieder weg. Mach deine Mauer hin. Eine Wand. Was sind denn da für sieht geil aus, du Dinger hier? Seht ihr das? Hier, guck mal, Pitti, da ganz oben. Was? Bist du denn? Mein Haus. Ja, da bin ich aber nicht. Oh. Ach, lass jetzt die Brücke da so stehen, oder was, so hässlich? Ja, die ist fertig. Wie fertig? Natürlich. Oh, Pitti, echt dein Ernst? Ja. Die sieht richtig... Quatsch. Henry, komm mal bitte her. Wir können den Zuschauer entscheiden lassen. Wir wollen die Zuschauer über deine Werke entscheiden lassen. Ja. Haben sie sich bis jetzt nicht jedes Mal grundsätzlich dagegen entschieden, wenn es um irgendwas ging, was du gebaut hast? Man kann ja mal hoffen. Ja, da musst du viel hoffen. Ey, die Brücke sieht geil aus. Da kommt noch eine Straße oder sieht es noch geiler aus? Sieht so episch scheiße aus. Was habe ich mal als Kommentar gelesen? Lass doch die Leute bauen, was sie möchten. Ja, das habe ich gelesen. War das unter deinem Video? Ja, wahrscheinlich. Nee, das war, wo wir Semtex seine Farm abgerissen haben. Da ist jemand ausgerastet, warum wir es abgerissen haben. Ja, siehst du, weil... weil ihr mich bauen lassen sollt, was ich möchte, weil ich gut bin in dem, was ich tue. So, weil ich der fucking Beste aber bin. Aber dennoch ist Pippuls Brücke hässlich, Henrik. Und wenn du die siehst, dann wirst du mir zustimmen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, er ist auf meiner Seite. Wird. Ja, Semtex, ja. Läuft.
Bruder geht vor Luder. Echt? Bist du dir da ganz sicher? Nein. Stefan geht geile Titten. Das musst du jetzt auch nicht unbedingt sagen. Das ist immer so. Gut, Stefan geht hässliche Titten. Das ist so ein Arschloch. Ja, wenn ich nicht sagen darf, was du geile Titten hast, dann hast du halt hässliche Titten. So. Dann sag doch einfach gar nichts dazu, was hältst du davon? Gut, Stefan, hier gar keine Titten. Wenn ich gar nichts dazu sagen soll? Oh, ich werde schon wieder gedisst hier. Die Leute feiern es wahrscheinlich schon wieder tot. Kopieren die Stellen. Ja, das finde ich mal cool. Also ich sag zwar eigentlich nicht zu Doppel-D gar nichts, aber gut. Hallo? Ich finde, das ist schon was. Können wir jetzt mal aufhören, bitte darüber uns zu unterhalten? Ich glaube, ich spinne. Gut, dann halt ich. So, was hast du heute so gemacht, Paul? Nix. Cool. Hast du nochmal deine Brüste? Können wir jetzt rühren? Ja, wir haben versucht, ein anderes Thema anzuschneiden, aber es geht nicht. Ja. Das ist aber traurig. Gehen wir einfach über Jennys Brüste. Da ich interessiere mich viel mehr für Steffis Brüste. Zirp, 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 zirp. Wieso kann ich meine eigene Kiste nicht öffnen? No defined regions hier. Was? Du hast no defined regions hier. Deswegen kann ich die eine Kiste hier nicht öffnen. Okay, dann lass sie stehen. Ich kann die nicht mehr kaputt. Ich kann die nicht mehr kaputt machen. Aber ich weiß echt nicht warum. Was hast du gemacht, Pippo? Ich kann gar keine Kiste mehr öffnen. Dann geh mal raus und wieder rein. Vielleicht ist da ein Fehler bei dir. Ja, vielleicht spackt der Minecraft. Ja, vielleicht spackt der Minecraft. Er ist so schön von der Whitelist geschmissen oder so. Vielleicht spackt der Minecraft. No defined regions hier. Ich kann nichts machen. Was habt ihr für einen Scheiß gemacht? Geh mal OP. Du hast schon die ganze Zeit OP-Rechte gehabt. Ich guck mal jetzt. Nein. Na siehst du, du bist OP, also daran liegt's nicht. Dann spackt bei dir irgendwas. Geh mal zu dir nach Hause, guck, ob du Kisten öffnen kannst. Weil ich kann alle öffnen. Ich guck mal bei dir, ob ich deine öffnen kann, Henrik. Ich kann gar keine beschissene Kiste öffnen. Ich kann auch meine scheiß Tür nicht schließen, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Bei dir läuft. Du hast den Scheiß mit dir gemacht. Gar nichts, bei mir geht alles. Du weißt, dass ich die Aufnahme sehe, ne? Ja, hinter dir ist ein Creeper, hinter dir ist ein Creeper. Nur scheißegal. Bist du dein Hinter wem? Semtex. Hier, komm, hier ist Steffis Haus, komm. Komm her. Sind seine Arme ab? Natürlich sind die Arme ab bei einem Creeper, der hat keine. Aber hier sind auch Kisten offen, was ist los? Okay, ich mach mal einen auf Reload, zack. So, jetzt geht's jetzt, Semtex. Ich kämpf gerade noch mit dem Creeper, okay. Erst mal gucken, ob es geht. Also jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal Türen aufmachen. Ja, siehst du. Ich habe jetzt einen Reload gemacht vom Server. Und irgendwie waren, gerade als ich vorherig ins Lagerhaus gegangen bin, 3 Kisten offen. Also, ja. Kann sein, dass es ein bisschen geleckt hat oder so, keine Ahnung. So, Fenster müssen wir bauen in meiner Villa. Jenny, was machst du? Rohstoffe sammeln? Machst du bauen. Bauen. Man darf ja, noch habe ich genug Steine. So, wenn ich ein Fenster hab. Oh, ich hasse es im Dunkeln zu arbeiten. Ich sehe wieder so ein fetter Creeper oder so. Dann können wir doch schlafen gehen, habe ich gehört. Ja, wäre ich dafür, ne? Wäre ich dafür. Hat die Jenny ein Bett? Jenny hat ein Bett, ja. Jenny hat ein Bett. Dann muss ich ja hier runter. Wow. Ich komm nie wieder hoch. Ach, ist ja doch bescheuert. So, ich hab keine Scheiben vergessen. Also ist kalt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, Skelett. Ey, du hast da irgendwie voll die Monsterfarm bei dir. Ich hab kein Bett. Du hast kein Bett? Ich hab kein Bett. Nein, die hat immer bei mir geschlafen. Okay. Ich hatte mal ein Bett. Semtex, hast du wieder irgendwas mit deinen Einstellungen gemacht oder so? Nein. Okay. Soll ich mit meiner Eichel machen? Eichel. Ja, du bist so ein Perverser, ich glaub, ne? Ich hab überall Fenster. Hab ich Fenster überall? Hab ich Perverse Fenster? Sau, Pippel. Ja, die Drecksau. Semtex, hast du irgendwas mit deiner Eichel gemacht? Geh gar nichts an. Wenn mir Käse drunter wachsen lasse, wie sonst was. Wusstest du doch, dass da in der Kiste was drin ist. Oh, ich hab irgendwas gehört. Okay, nur so ein Monster. Ei, Zombie! Ihr sagt Bescheid, wenn ihr im Bett liegt, ne? Dann leg ich mich auch hin. Seid ihr im Bett? Nee. Ach, hier.
Jenny kommt. So, ich bin im Bett, ich bin im Bett, ich bin im Bett. Die Tür ist offen, gleich kommt ein Creeper rein. Wir gehen jetzt auch. Kissenschlag. Boah, lass dich mal angucken. Selbst mache ich keinen Scheiß. Henrik? Das ist so klar gewesen, dass er jetzt echt aufsteht. Ah, da stehe ich auch auf, weil die Leute sehen nur Blackscreen, wenn ihr das macht. Ich lieg doch. Ja, warum wird's dann nicht Tag? Weiß ich doch nicht. Vielleicht liegst du nicht richtig. Ich liege richtig. Oder vielleicht liegen Stefanie und Jenny nicht richtig. Doch. Dann müsste es Tag werden. Leckt mich am Arsch. Könnt ihr euch jetzt mal wieder hinlegen? Samtex ist bestimmt am Rumlaufen, Alter. Nein. Ich höre hier doch irgendwann langlaufen. Auch. Ja, jetzt liege ich nicht mehr, weil ich habe keinen Bock die ganze Zeit, dass die Leute nur Blackscreen sehen. Leg dich hin. Nee. Leg dich jetzt hin. Es wird ja sowieso gleich Tag. Dein Ernst? Ich bin doch schon im Bett jetzt. Ich lege mich jetzt in mein anderes Bett rein. Er wollte mich verarschen. Es ist ein Monster in der Nähe. Warte mal kurz. Alter! Jetzt stehe ich auf, ich habe keine Lust mehr. Nee, kannst mich auch mal. Danny, du bist leider umsonst hierher gelaufen. Jenny, wie sieht die Brücke aus? Sei ehrlich, die sieht cool aus, gell? Meinst du diese Gave-Halte oder was? Die Brücke hier? Mal gucken, was der Creeper dazu sagt. Creeper, komm mal her. Wie findest du die Brücke? Kurze Frage. Da hinten ist noch einer, da ist noch einer. Bei mir im Haus ist auch einer, der die Treppen hier hochkommt, du blöder Drecks-Creeper. Oh mein Gott, da steht hier schon. Ich muss gleich jemand Erde klauen. Wow! Irgendwas ist in die Luft gegangen. Jenny. Ist die Brücke kaputt? Ja, das zählt zum Gebäude, ne? Dann kann ich Samtex sein Haus auch springen. Ich hab oben auf der Brücke mit einem Creeper und einem Zombie gekämpft. Und Jenny hat unten an der Brücke einen Creeper explodieren lassen, ohne was zu sagen. Ich stand da nur, weil ich gerade gegessen habe. Aber sie hat ja nicht mal was gesagt und mich gewarnt oder so. Ja, und wegen Creeper, die ich nicht sehe, kann ich nichts machen. Vollmond spricht man nicht. Milch lag. Egal, ist Steffis Straße kaputt gemacht, nicht meine. So viel ist von der Straße auch nicht kaputt gemacht. Die ist extrem. Boah, wie viele Monster hier sind. Ja, irgendjemand wollte ja nicht schlafen gehen. Das MTX bestimmt. Wie immer. Ich lag lieb und artig in meinem Haierbettchen. Und hat mir gesagt, gleich kommt. Boah, fuck. Ich hab das Gefühl, wenn ihr unbedingt was essen müsst, aber euch ein Creeper am Arsch klebt. Dann komm. Boah, kann der Creeper mal rausgehen aus meinem Haus? Das wäre sehr freundlich, jawohl, dankeschön. What the fuck, da ist voll die Armee hier. What? Ja, es sind ja nur 4 Spinnen. Ich werde hier voll rumgeschleudert. Ja, der Papa kommt. Ey, wie viele Creeper sind hier? Die mögen deine Brücke anscheinend nicht. Nicht bei der Brücke, in meinem Haus. Die mögen die Brücke trotzdem nicht. Ja, ach nee, die Brücke ist mich hässlich, das hat auch der Creeper gesagt. Sehen wir nix. Die Brücke ist der Hammer. Nein, die ist echt scheiße, Pitt. Nein, die sieht geil aus. Ohne Witz. Die Brücke hier. What the fuck? Die ist total gay. Nein! Also dürfen wir die abreißen, bis wir ihn überstimmt? Dann darf ich auch dein Haus abreißen, wenn es mir nicht gefällt, oder? Nein. Oh, ja. Unicorn. Normalerweise schon. Nein, das ist Gemeinschaftsbau, so eine Brücke. Kein Scheißtrick. Haben wir da gemeinsam gebaut? Nein, das ist für die Gemeinschaft. Ja, das war nur für mich, okay, ihr dürft die gar nicht benutzen, die Brücke. Wir lassen in diesem Video die Abonnenten abstimmen. Ja. Wie schön deine Brücke ist, oder gut. Halt auch nicht schön. Ich mache einen Screenshot von, ein Thumbnail, du weißt Bescheid, und dann sage ich, soll sie bleiben oder soll sie nicht bleiben. Nein, die gucken sich die Folge an. Genau. Und dann entscheiden sie. Und welche Brücke da noch ist, die wird halt abgerissen. Weil Steffi braucht. Dasselbe machen wir dann mit Steffis Haus, okay? Ja. Nein. Doch. Und danach hat den Inhalt von Jennys Kisten. Mit Steffis Haus machen wir dasselbe. Eine Abstimmung, ob wir es abreißen dürfen. Weil mir gefällt die Farbe nicht so, es muss rot sein. Rot? Echt? Na, Skelett, hast du deinen Schuss verballert? Hast du deinen Schuss verballert oder was? Hier, komm mal ran auf den Meter. Und was machst du, schönes Hendrik? Ich hab gerade erstmal die Monster in der Nähe von meinem Haus getötet, damit ich meine Kisten sortieren kann. Ohne dass mir ständig irgendein Wichser in den Rücken schießt, wenn ich von A nach B laufe.
Ja, natürlich. Hallo, Creeper. Ne? Mein Haus ist ja noch nicht... Ja, du blöder Bastard. Wo? Ja, in meinem Haus. Wo in deinem Haus? Ich renne da rum. Hallo? Wieso sind hier so viele, verdammte Creeper. Scheiße? Ach, dein neues Haus. Nein! So nur einer! Creeper. Ich sag hallo. Ich hab keinen Bock mehr. Hallo Creeper. Glaub, ihr seht das so wie ich. Das Pitbull. Ey, wollt ihr mich verarschen? Geh mal weg, nämlich der ist schon der nächste Creeper. Mach den kaputt. Hallo Creeper. Der hat keinen Bock auf mich. Der will dich. Der will deinen Arsch. Ich muss mein Haus wieder reparieren, ey. Der will dich? Ich schleudere ihn immer weiter zu dir ran. Ich glaube, das ist nicht so schlau. Er ist tot. Ich könnte kotzen, Alter. Ich habe irgendeine Scheiße eingesammelt von dir, welche Schneeblöcke. Ja. Bleib mal kurz, bleib mal stehen. Ich könnte kotzen. Ja, der war sehr überzeugt von dir, Pitti. Das ist so ein Selbstmordattentäter, den du losgeschickt hast. Ich? Ja. Guck mal, hier ist noch ein Creeper. Würde ich nie machen. Wieso sind hier so viele? Ich muss mein Haus irgendwie sicher machen. Weil dein Haus voll hässlich ist. Wow, hier ist hier noch einer. Hier sind zwei Stück. Irgendwas ist hier wohl ein Creeper-Spawner in deinem Haus irgendwas oder so? Stimmt hier nicht. Haben wir hier Kies? Natürlich nicht. Ich hab Kies. Kannst du hier drei Blöcke machen? Einen Scheißdreck. Was haben wir hier? Guten Tag. Henrik? Nein? Bevor wir das aus der letzten Folge mal vergessen, wie sieht denn das aus? Hast du jetzt Dias mitgebracht, Schätzelein? Ich habe jetzt insgesamt 24 Stück. Eigentlich 26, ich habe mir zwei Dias geklaut. Ich habe keine gehabt. Zu Beginn des Parts habe ich meine Kiste 26 Diamanten gehabt, jetzt habe ich 24. Ihr seid so eine Schnorrer hier. Weil du müsstest mir vielleicht mal einen geben, ein Dia. Was für ein Dia muss ich dir geben? Na, dafür, dass du meine Spitzhacke hast. Was für eine Spitzhacke? Ich geb gleich welche Spitzhacke. Also ich muss ja erstmal von den Abonnenten dran erinnert werden. Ja, wüsste ich aber. Das heißt ungefähr 4 Wochen, bis der Part online ist. Ne, 2 Wochen. Und dann können wir darüber verhandeln, ob du eine Spitzhacke von mir kriegst. Nee, keine Spitzhacke. Kannst du dir 3 Dias bei mir rausnehmen. Scheiß Creeper. Wo sind die denn? In meiner Wertvollkiste. Wertvollkiste? Na, du kommst nicht vorbei. What the fuck, hier sieht's anders aus. Wo sind meine Dias? Da. Gut. Ich klaue nicht anders. Nachdem sie sich schon mal 2 Stück geklaut hat, klaut sie sich jetzt noch mehr. ich hab dir keine geklaute Spinner. Nein, das war Pitbull. Hey Skelett, wohnst du auch schon bei mir? Kam da gerade ganz gechillt aus dem Zimmer raus. Mann, ey. So, haben wir hier Glas? Nein. Mann. Was habe ich in dem Part geschafft heute? Gar nichts. Doch, diese legendäre Brücke habe ich gebaut. Die ist endgeil. Nur endhässliche Scheißbrücke. Ja. Pretty echt, ohne Witz. Ist mir egal, was du denkst. Wir meinen das echt nicht böse, aber die ist echt hässlich. Quatsch. Die ist wirklich hässlich. Ich finde die cool. Du hast keine Ahnung. So. Hey Hundi. Mann. Was eine Monsterarmee bei mir war. Oh, jetzt hab ich Kies vergessen. Leck mich am Arsch. Ich musste ein bisschen Holz. Wenn ich hier die Bäume abbaue, dann ist es ja nicht so schlimm, ne? Ich kann die ja neu wachsen lassen. Wer dafür ist, dass es schlimm ist, meldet sich. Gut,
Es hat sich keiner gemeldet. Ich hab mich gemeldet. War nicht. Doch. Das hat keiner gesehen. Nur weil du eine Fotze bist. War nicht. Ey, doch. Ey, wir haben Tag, wieso attackierst du mich? Hallo? Hör auf. Blöde Kuh. So. Genau. Warum so ruhig? Weil ich meine Kisten sortiere. Immer noch. Ja, schön, dass ich ein paar Besitztümer habe, verglichen mit anderen Leuten hier. Die Wertvollkiste? Nee, die brauche ich nicht sortieren. Da ist ja nichts drin, ne? Nee, die ist sortiert. Da hat Big Jigger Zemtex immer ein Auge drauf. Das muss meine Wertvollkiste sogar bald mal vergrößern. Henrik? Ja? Magst du mir eine Dings bringen? Eine was? Eine Schere? Schere, das krieg ich hin. Ich bin bei Pitbulls Haus und fällen die Bäume. Welche Bäume? Bei seinem alten oder seinem neuen? Bei seinem neuen. Welche Bäume machst du da kaputt? Die neben deinem Haus. Den Wald hier. Okay. Aber ich setze du weißt, gleich, auf dem einen steht ein Haus drauf, neue. Ne? Ja gut, wenn du neue einpflanzt, ist alles perfekt. Nein, da vorne die kleinen Bäumchen. Vorne. Hier bin ich, dreh dich! Wo bist hier, du? Hier! Dankeschön. Brauch nämlich. Oh, falsche Seite. Brauch nämlich ein bisschen Blätter. Blätterteig. Wenn mal alles so cool wäre wie Blätterfarben, ne? Ja. Ab jetzt wird alles easy. Easy. Ich habe schon wieder keine mehr. Schere ist kaputt. Die geht so schnell kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Mann. Irgendwie wieder voll laut die Boxen oder so, glaube ich. Gar nicht. Manchmal höre ich mich doppelt. So. Zack, zack, zack. Das ist, weil Hendriks Mikrofon, glaube ich, zu fein eingestellt ist. Jetzt schon wieder leid, dass ich ein gutes Mikrofon habe. Nee, das ist die Teamspeak-Einstellung. Ja, man muss selber gucken, dass ich die vielleicht noch ein bisschen höher schraube. Jenny hört man gar nicht. Moin, Jenny! Hallo! Oh, ich muss hier noch so ein Dach ziehen, ey. Das wird Riesenarbeit. Silvi kann das ja machen, wenn er mal wieder da ist. Da ist er nur wieder. Silvi, kommt wieder? Hab ich ja gar nicht gehört. Upsala! Upsala! Hab ich das X gedrückt? Ja, nee, das war echt auszusehen. Ich wollte eigentlich auf. Also irgendwie backt das ganz schön hier. Communication Error, ich komme gar nicht auf den Server.
Ja, irgendwie packt doch so ein Server hier. Hm, sehe ich nichts von. Doch. Nein. Jetzt läuft's ja. Ab und zu kann ich keine Sachen einsammeln, die ich abgefällt habe. Ich kann ja nochmal einen Reload machen, zack. Ja, doch, so kein so, guten PC war's, Petty. Ja. Sein Loop wieder kommt zuschauen. Ach nee, sein. Sein. Ich hab nur 120 FPS. Mit Shader. So, das kommt noch dahin. Nein! Oh, kein Holz mehr. Jetzt wird's wieder dunkel, ey, leck mich um. Oh, ich dachte, da wäre ein Creeper gewesen. Ah, so schnell sind 8 Minuten rum, ne? Hier kann man eigentlich nochmal cool Dings was bauen. Hier ist eine schöne Fläche. Was kann man da bauen? Weiß ich nicht. Das wo denn? Ist Siehst du mich auf dem Baum hüpfen? Du ja. Guckst mich fast an. Ja. Hier hinter ist eine schöne freie Fläche. Okay. Also hinter meinem Haus will ich so riesen Getreidefarmen und so einen Scheiß bauen. Ich okay. Habe auf meinem Privatserver eine automatische Getreidefarm. Ja, das mache ich auch überall. Nee, aber so über mehrere Stockwerke und sowas. Über mehrere Stockwerke, die sieht wirklich mal gut aus. Wie so ein Hochhaus, das aber eine automatische Farm ist, weißt du? Ja, mit Treppenhaus und Kistentrichtern, alles gleich. Und also die läuft auch wirklich vollautomatisch, weißt du? Sowas werde ich auch machen. Komplett. In einer Reihe halt, nicht übereinander. Warum nur noch ein Bimbo, der die Sachen platziert? Aber übereinander sieht das cool aus, nee. Weil du kannst halt doch, das sieht echt gut aus. Weil von außen sieht das gar nicht unbedingt nach dieser heftigen Getreidefarm aus, sondern eher nach einem schicken Häuslein. Okay. Die ist cool, oder, Henrik? Henrik hört wieder nichts zu. Ja, die ist cool. Was machst du? Weh, du fängst an schon wieder um mich zu träumen, dann raste ich aus heute. Nee, echt. Ich träume gar nichts. Ich habe ein bisschen Dekoration an meinem Haus angebracht und bringe jetzt so langsam das Kistensortieren zum Ende. Was ist denn bei dir heute schief? Ja, ich bin motiviert. Ich bin motiviert. Was ist denn bei dir los? Ja, weiß ich auch nicht, du. Da muss wohl irgendjemand richtig auf den Knopf gedrückt haben. Dann sollte derjenige das wohl öfters tun. Ja. So, letzte Kiste, die ich noch wegsortieren muss. Dann bin ich endlich durch mit dem Kack. Kein Schnee mehr? Kacke. Schneegebiet haben wir hier nicht in der Nähe, gell? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Hat schon jemand die Map richtig erkundet? Nee, ne? Nee. Sollten wir auch irgendwann mal machen. Irgendwann. Hat Zeit. Jenny, sind viele Monster bei dir? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich hab gerade, bin einmal durchgelaufen, hab glaube ich 4 Spinnen getötet oder so. Ich hab aber auch nicht richtig ausgeleuchtet zwischendrin. Mach ich gerade. Mir gehen die Fackeln jetzt schon aus. Wenn man aber auch stellweise selber schuld, ne? Creeper! Nicht schon wieder. oh mein Gott, ich hab irgendwas. Ah, Zombies. Was ist der Creeper-Arsch? Ich bin gestorben, bis ich hiermit fertig bin.
Was stöhnst du so? Oh, Hendrik. Deine Ernst jetzt? Oh, oh. Nein. Doch, rein technisch gesehen. Nein. Einfach nur nein. Fackeln? Jawohl. Ah, Baby-Zombie. Geh weg. Mach den Eingang da unten zu. Aber nee, ist immer noch dunkel. Ich will, dass es Tag wird. Ja, lass uns ins Bett legen. Ja, das läuft ja so wunderbar bei uns. Oh, hallo. Alle im Bett liegen, ist eh wieder Tag. Ja, bis es funktioniert, ja. So, jetzt muss ich alles. Hat's Boom gemacht? Nein! Aber. Es hat Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. So ein Dreck. Sind ja Glasblöcke oder Glasscheiben drin? Ich glaube aber Glasscheiben. Oh, diese scheiß Zombies. Ja, da unten stehen noch nur 4 Creeper. Ist in Ordnung. Das ist okay. Ja, geht. Scheiß Zombies, Mann. Jetzt habe ich wohl noch 2 Türen. 1, 2, zack, zack. Zack, zack. Oh, ein Enderman, hallo. Hallo, Mr. Enderman. Oh, Creeper. Oh, ein Creeper auf meinem Dach. Leck mich am Arsch. Können wir schlafen gehen? Warte. Lohnt sich doch eh nicht mehr, okay, oder? Ich habe leider keine Uhr gekauft, muss ich auch mal machen. Habt ihr nicht Michael eine ins Haus gestellt, ein altes? Weiß ich nicht. So ein Bilderrahmen dran, doch, glaube ich. Da war, glaube ich, was. Lalalala. Ich muss irgendwann mal wieder nach Diamanten suchen gehen. Oh ne, ist ja auch kaputt. Löse mich, Armin, hören. Ja, natürlich, es ist der. Oh Mann, du bist so ein Hurensohn. So ein Hurensohn. Oh Mann, du bist so ein Hurensohn. Nein. Oh mein Gott, was ist hier los? Wer hat dich jetzt schon wieder in die Luft gesprengt? Alle sind gegen mich. Ach, kann ja nicht sein. Der Creeper hier war gegen mich. Du weißt, dass die ganze Zeit habt. 3 Schläge und ihr Schwert und die sind weg. Dafür ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich war wieder Level 400.000 irgendwas. Ja, ja. Weißt du, sogar in dieser Folge noch von Skeleton gestorben, weißt du? Mhm. Ich brauche ein Schwert. Ja, muss jetzt craften. Weißt du, wie das geht? So, was hast du für ein Problem? Wo ist dein Problem? Komm, wir hauen uns jetzt. Wo bist du? Komm, wenn du Eier hast. Oh, komm, du haust doch jedes Mal ab. Komm, ja, her. Komm her. Hä? Come at me, bro. Wo bist du? Komm her. Wie, du hast nichts gedroppt. Ist assi so, ne? Enderman mit einer Axt getötet und der droppt nichts. Scheiße. Oh, ist das zum Kotzen. So, wir haben jetzt wieder einen schönen Tag. Jetzt baue ich noch wieder schön was. Das kann Steffi reparieren, wenn sie möchte.
Was kann ich reparieren? Nix, nix. Ich mach jetzt kein Kapitel. So. Oh, mein Finger juckt bei einer. Alter Schwede. Boah, gehen die Dinger mir auf den Sack. Ich glaube, ich brauche bald so Eisentüren. Wieso Eisentüren? Rappala. Ach, wegen den Zombies, oder? Hm. Ja, die können echt was macht der Enderman hier? Rumändern. Deswegen heißt der Enderman, weil er eine Blockierung ändert alles. Das scheiß Endergeräusch. Ich finde das geil. Was ist da los hier? Was ist da los hier? Sorry, falls jetzt ein bisschen klackert im Hintergrund, aber ich bin mich hier gerade am Umbauen. Doch, was sind wir? Jetzt sollte nicht als Einladung nehmen, selber rumzuklackern. Das ist eine Ausrede für mich. So. Ach ja. Ach, der Enderman. Nein. Ach, hey, leck mich doch mal aus. So. Scheiß Creeper, Kacke, da eben gewesen. Was für eine Aktion das schon wieder war. Also Creeper. Ja. Wie lange geht die Folge jetzt? 39. Wollen wir langsam mal Schluss machen? Wir haben 5 oder 6 Minuten Blackscreen gehabt, weil ihr nicht schlafen gehen wolltet. 2-6 Minuten. Sind es Blöcke oder Scheiben? Blöcke auf einmal, Scheißdreck. Oh, mein Finger juckt. Stefanie ist auch stumm. Ich baue meinen Garten. Das ist schön. Ey, was ist hier los, ey? Hey, Skelett, na? Fällt dir mein Haus, ja? Das heißt, du hast jetzt fast 40 Minuten Kisten sortiert. Ja, ich wundere mich auch ein bisschen, was du da gemacht hast. Viele Kisten. Ich denke mal, ich mache nur... Aber so viele Kisten hast du gar nicht. Wo ist mein Lagerhaus? Ja, so viele sind das nicht. Achso, du hast ja kein Inventory Tricks, ne? Ne. Das erleichtert einiges. Ich weiß. Aber das Spiel nicht mehr original. Original. Aufgeschissen. Ja, wir können gleich beenden, wenn du keine Lust hast. Nee, Lust ist weniger das Ding. Ich habe Angst, dass hier noch zu lang wird. Naja, klar, können wir gleich machen. Sehen wir uns dann wieder bei mir. Ich muss nur ganz kurz... Ja, ich würde wahrscheinlich hassen. Ja. Wegen Semtex beenden wir die Folge. Nein, falsch. Ich mache kein Dach hin. Ich wollte eigentlich noch ein Dach hier hin machen, aber drauf geschissen. Das ist mir zu viel Arbeit. Mal ist nur einmal im Jahr. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich höre von das Wasser laufen, Mann. Baut hier einer in der Nähe von meinem Haus irgendwie einen Tunnel oder so? Gleich stürzt bei dir ein. Nee. Weil das Wasser, was ich oben drauf habe, das ist stehendes Wasser. Das klingt aber nach fließendem Wasser. So ist das. So, das sieht immer schon mal gut aus. Hier mach ich noch hoch. Wo machst du hoch? Achso. Oh, mein Finger juckt wie Sau, ey. Was hast du gemacht? Ich dachte, ich hatte einen Mückenstich oder so, ey. Boah, ist ja ekelhaft. Ja gut, dann beenden wir den Part und sehen uns am Freitag wieder. Ja, weißt du, mit einem Satz, alles klar. Ciao. Tschö. Tschüss.